So, Leutings, wir sind heute alleine auf dem Weg ins Fitness, denn der Jules ist schon im Gym, ja. Er konnte nicht auf mich warten, der war noch in der WoW-Inni. Und als ich dann noch eine Runde LoL gezockt habe, Ranked, ja, dachte er sich, nee, er wartet nicht. Deswegen ist er schon im Fitness. Aber das soll uns nicht aufhalten, Leutings. Wir geben heute wieder Vollgas auf den Crosstrainer. Deswegen heißt er erstmal jetzt ab ins Auto und auf geht's ins Gym. So, Leutings, da sitzen wir wieder im Auto von meiner Mom und ja, bevor wir im Fitness ankommen, wollte ich noch ein bisschen kurz quatschen mit euch. Wie gerade erwähnt, zocke ich ja LOL, das zocke ich jetzt ungefähr seit, lass mich lügen, ich schätze mal, 3 Wochen sind es jetzt. Und ich weiß, 3 Wochen sind nicht lang, ihr zockt bestimmt viel länger als ich und wollt bestimmt jetzt wissen, welche Elo ich bin. Ich bin eingerankt worden bei der Season 8 jetzt in Bronze 2, ja, Bronze 2, richtig gut. Challenger wartet auf uns. Und jetzt war ich da gerade 2 Games drin in dem Ranked, habe auch die 2 gewonnen, habe jetzt 50 LP, also wir sind steil auf dem Weg zu Bronze 1 und dann hoffe ich mal zu Silber. Ansonsten würde es mich mal interessieren, wer von euch LOL zockt oder was ihr so an sich einfach zockt. Was sind denn eure Games, was ihr über alles liebt? Ihr wisst ja, ich zocke ja ein bisschen auf der PlayStation 4 und auf dem PC. Alles eigentlich außer FIFA und COD. Und ich war jetzt auch mega unmotiviert ins Fitness zu gehen, nachdem ich die 2 Games gewonnen habe. Deswegen mal schauen, ja. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, aber was muss, das muss, ne? So, allerdings, wir sind jetzt mal wieder hier 50 Minuten am Schlüssel. Ich habe die letzten 5 Minuten habe ich dieses Hit gemacht. Leck mich am Arsch, haut es rein. Und allerdings, was motiviert mich zum Beispiel, wenn ich keinen Bock habe auf Fitness? Besonders wie zum Beispiel vorhin, wo ich vor dem PC saß. Allerdings, abonniert Instagram-Kanäle, die irgendwas mit Fitness zu tun haben, ja. Die so eine richtig gute Form haben. Und dann geht ihr automatisch schon jeden Tag auf Instagram. Seht diese Fitnessbilder, alles easy. Ansonsten, allerdings, ihr bekommt nichts geschenkt. Das heißt Arsch auf Fleiß und let's go. Jetzt gib ihm. Oh, easy, oder? Natürlich ist es easy. Den Jäger presst er sich rein. Boah, allerdings bin ich übelst am Arsch. Ich habe jetzt oben das Gerät noch sauber gemacht. Jetzt geht's dann nach Hause was fressen. Und ich würde sagen, auf die Waage stelle ich mich jetzt wieder nächste Woche. Weil letzte Woche, wo ich krank war, ich will nicht wissen, was da wieder draufsteht. Und ich will hier nicht enttäuscht sein. Und ja. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr einen schönen Tag hattet, dass ihr einen guten Rauch hattet, dass ihr vielleicht auch im Fitness wart. Ich bin mal wieder natürlich nur am Waterbottle zippen. Willst du dir jetzt einen Jägi reinpressen? Ganz ehrlich, ich würde ihn mir geben. Aus der Zapfanlage noch mehr, ja? Natürlich aus der Zapfanlage. Leute, schönen Abend euch noch und bis morgen. Ciao. Ja, Leute, da sitzen wir mal wieder auf dem Balkon und ich dachte mir, das Video können wir so nicht beenden. Das Lustige ist, ich saß schon mal genau an der gleichen Stelle. Ach, wie witzig, ja, als ob ich nicht immer auf dem Balkon sitze. Nee, und habe das ganz gleiche Video so wie jetzt, habe ich auch schon mal aufgenommen über die VUCA, bevor ich krank geworden bin. Und jetzt habe ich mir die Aufnahmen nochmal angeschaut und dachte mir so, nee, Digi, das kannst du echt nicht verwenden. Deswegen habe ich mich jetzt nochmal rausgehockt, besonders weil das Video davor hier 2 Minuten nur im Auto sich vollzogen hat, dann waren wir kurz im Fitness, ja, und dann dachte ich mir, es ist noch eine feine Sache, wenn ich euch heute endlich meine VUCA vorstelle. Ja, viele haben lange drauf gewartet, selbst ich habe auch lange auf die Pfeife gewartet, denn eine VUCA und eine Ocean Hooker waren immer meine Traumpfeifen und ich habe mir jetzt endlich mal einen der 2 Pfeifenträume erfüllt und habe mir eine VUCA zugelegt. Das ist nämlich einfach eine geile Pfeife, ja, optisch der Renner. Und viele von euch kennen wahrscheinlich schon die VUCAs. Wer sie noch nicht kennt, ist eine Holzpfeife. Die Pfeifen kommen aus Polen, sind handgemacht. Das Glas ist so ein Kristallglas, was man jetzt wahrscheinlich hier im Video nicht sieht. Später vielleicht bei der Aufnahme sieht man das nochmal besser. Das Glas sieht einfach viel, viel geiler aus als normales Shisha-Glas, was man sonst so immer verwendet bei normalen Pfeifen. Und die Rauchsäule, wie man schon sieht, ist aus Holz. Ich will euch nicht lange auf die Folter halten. Ja, ich habe 270 Euro für die Pfeife gezahlt. Die Pfeife, das Holz hier bei der Pfeife ist aus Walnuss. Unten habe ich das Kristallglas genommen. Das werdet ihr auch gleich nochmal sehen aus der Nahaufnahme, bei der Nahaufnahme. Und ich habe mir dazu zu der VUCA noch so eine schöne Zange geholt. Ich weiß nicht, ob man die jetzt hier erkennt. Die habt ihr vielleicht schon bei dem Video gesehen mit Schnee in der Bowl. Das ist nämlich eine Werkbundzange, ja, passend zu meinem Werkbund Flathead. Ich rauche zwar gerade mit dem Glaskopf, aber viele haben auch danach gefragt. Die Zange, die kostet 35 Euro, ja. Auch komplett Feierabend, aber ich habe die Zange gesehen und dachte mir einfach nur, boah, die muss ich haben, ja. Die muss ich haben.
was kann ich euch sagen zu der Vuka, ja? Ich finde es cool, einfach vom Optischen her, von der Bearbeitung. Ihr habt hier echt nirgendwo irgendwelche Verarbeitungsfehler oder sonst was. Was ganz cool ist, innen drin ist eine Edelstahl-Rauchsäule, die ummantelt ist sozusagen von dem Holz, also komplett auch Edelstahl. Das heißt, ihr habt da keine Probleme über die Jahre, dass euch da was zukalkt oder rostet oder sonst was passiert. Am Anfang dachte ich mir, der Kohleteller ist nicht so sexy zu der Pfeife. Jetzt, wo ich die Pfeife aber 3-4 Wochen habe, muss ich sagen, ich habe mich an den Kohleteller gewöhnt. Und im Gesamtbild ist es einfach eine mega feine Pfeife. Wenn sich jetzt noch jemand fragt, welches Mundstück das ist das KS4 Tube Mundstück. Das habe ich euch wahrscheinlich dann auch verlinkt in der Infobox. Also falls ihr jetzt irgendwas sucht, was hier dran steht, ist verlinkt in der Infobox, außer dieser Schlauch. Weil den Schlauch gibt es bisher nur einmal. Das ist sowas Neues. Das kommt vielleicht demnächst mal auf den Markt. Schauen wir mal. Ein kleiner Funfact noch nebenbei. In der VUCA wird bei mir nur entweder Zitrone-Minze, Grapefruit-Minze oder Taube-Minze geraucht. Das heißt, ich rauche in der Pfeife nur 3 Geschmackssorten. Und wenn ich die dann habe, dann werden die in der Pfeife geraucht, weil ich einfach will, dass sich der Geschmack so ein bisschen festsetzt. Ich weiß nicht, wer schon mal von euch in der Pfeife geraucht hat, wo nur ein Geschmack drin geraucht wurde über die Monate oder über die Jahre. Das ist einfach ein ganz anderes Erlebnis. Ich muss sagen, geil wäre natürlich noch so ein Ziegenlederschlauch oder sonst was. Mal schauen, ob ich da an irgendeinen mal rankomme oder auch nicht. Wer weiß, für das hat es leider noch nicht gereicht. Ansonsten, wie man schon hört, die Pfeife blubbert mega doll laut. Hat so ein bisschen was Altmodisches von früher, ja, dass die Pfeifen so mega doll blubbern. Ich muss aber sagen, wenn ihr euch so einen Gummidiffusor dran macht, wo ich eigentlich auch immer verlinkt habe in der Infobox, dann hört ihr echt von der Pfeife gar nichts mehr. Also dann blubbert es kaum noch. Ja, Freunde. Wie gesagt, da seht ihr meine VUCA. Damit ihr die noch besser seht, habe ich da was Kleines für euch vorbereitet. Das werde ich euch wahrscheinlich jetzt einblenden. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Spaß jetzt bei dem kleinen VUCA-Porn. Und ja, ich hoffe, euch gefällt's. Bis gleich. Das war meine VUCA in der Nahaufnahme. Ich glaube, da hat man das böhmische Kristallglas noch mal ein bisschen besser gesehen, wie es funkelt und glitzert. Ich finde einfach, die Pfeife ist optisch mega schön. Ich habe es extra in dem dunklen Holz genommen, weil am Anfang dachte ich mir, das helle Holz ist vielleicht schöner. Hat mich aber dann doch im Laden ein bisschen an Laminat erinnert, was man eigentlich so im Wohnzimmer verlegt oder im Zimmer. Und ich wollte jetzt nicht, dass ich eine Pfeife habe mit Laminat sozusagen. Die Wenge Hooker, die ist mir persönlich ein bisschen zu dunkel. Da sieht man die Maserungen hier drin nicht ganz. Ich finde einfach, das ist für mich die perfekte Lösung gewesen. Ich weiß nicht, ihr könnt mir mal in die Kommentare reinschreiben, welche VUCA ihr am schönsten findet. Ich glaube, derzeit sind ja auch neue Modelle rausgekommen auf dem Markt. Oder was ihr auch von meiner VUCA haltet, ob ihr die schön findet, ob ihr die nicht schön findet und ob ihr auch eine habt. Ansonsten natürlich bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten, fürs Zugucken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ansonsten nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das so mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo, dann hinten mir bald die 1 Million. Ihr wisst Bescheid. Guten Rauch euch da draußen noch und bis morgen, Leute, zu einem neuen Video. Ciao.